I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beat just like I wrote it. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt mal wieder einen Vlog aus meinem Alltag. Ich bin hier schon total am Rödeln und auch außer Puste, denn heute ist ein kompletter Lerntag. Ich habe nämlich bald meine Abschlussprüfung, meine mündliche, noch 3 Teile und dann hoffentlich habe ich alles bestanden. Wenn ihr dieses Video seht, habe ich meine Prüfung schon abgelegt und wie gesagt, hoffentlich alle 7 Teile zur Gesundheits- und Krankenpflegerin bestanden. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr schon, ob es geklappt hat oder nicht. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ich würde sagen, starten wir den Tag und ganz viel Spaß. Es ist jetzt 9 Uhr und um 9:30 kommt meine Mitschülerin, die liebe Aileen, und wir lernen zusammen. Wir haben gestern schon einen Tag zusammen gelernt und heute machen wir nochmal den letzten Teil. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon alles vorbereitet zum Lernen. Ich habe uns hier ein bisschen Platz gemacht im Wohnzimmer. Hier liegen die ganzen Krankheitslehren. Das ist alles, was wir für heute benötigen. Das haben wir gestern schon herausgearbeitet. Das sind kleine Lerneinheiten. Ganz wichtig natürlich Nervennahrung, Stifte, Tesafilm und auch wichtig für mich, mein Magnet. Weil so 8 Stunden sitzen geht doch ganz schön schon auf meinem Babybauch. Und deswegen auf jeden Fall Magnesium. Dann haben wir hier an der Wand alle Lerneinheiten, die wir für die Prüfung können müssen. Und die wir haken uns immer nach und nach ab. Natürlich ganz wichtig Wasser. Und hier könnt ihr mal gucken. Das haben wir gestern alles schon geschafft. Da haben wir noch ein paar Lücken, die müssen wir noch nacharbeiten. Und heute konzentrieren wir uns aber auf die Krankheitslehre. Und ich werde jetzt hier noch einmal stoßlüften, damit wir nachher genug Sauerstoff haben. Viele von euch haben gefragt, ob ich mal ein Video machen kann zum Thema Ausbildung und wie es dann auch mit der Elternzeit danach aussieht und. Dazu wird ein Video folgen, sobald ich bestanden habe, werde ich mich vor die Kamera setzen und das abdrehen. Ich bekomme sehr viele Nachrichten, wo ihr dann auch immer fragt, wie so eine Ausbildung abläuft, wie ich mich fürs Examen vorbereite. Wie gesagt, dazu kommt noch ein Video. Ich räume jetzt hier noch nebenbei auf. Da seht ihr schon die weitere Wäsche. Die darf ich später auch noch abhängen, aber erstmal wird gelernt bis heute Abend. Ich muss noch Wasser kochen, damit wir gleich lecker Cappuccino trinken können zum Frühstück. Und ich habe heute Morgen schon Leona weggebracht, habe mir schnell ein Schokomüsli reingezogen. Aber ich glaube nicht, dass es reichen wird. Deswegen muss ich mir gleich noch eine Schnitte schmieren. Kann ich ja auch während dem Lernen essen. Schreibt mir mal auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare, wie ihr gerne lernt. Also ich lerne gerne in der Gruppe oder auch zu zweit, weil ich finde, man kann sich einfach austauschen, wenn man mal irgendwas nicht weiß und die Lücken besser füllen. Ich lerne aber auch sehr gerne für mich alleine, da kann ich mich sehr gut konzentrieren. Also ich finde so ein Mischmasch ganz gut. Und wie gesagt, Däumchen drücken. Also ja, wenn ihr das seht, nicht mehr. Aber ich hoffe, dass ich diese Prüfung bestehe. Ich habe keine Prüfungsangst, aber ich bin immer so mega nervös, dass ich anfange zu stottern oder den Faden verliere. Es ist nicht so, ich hatte noch nie einen Blackout, aber dass man so den roten Faden verliert, man erzählt und erzählt und auf einmal weiß man gar nicht mehr, wo man war. Aber ich finde die mündlichen von der Psyche irgendwie am schwierigsten. Das ist mein Lehrplan, den habe ich mir an die Tür geklebt. Und ich bin an zweiter Stelle, also die zweite Spalte, hier diese. Und ich gucke mal, um 14.30 Uhr, also um 2:30 muss ich es dann geschafft haben. Und um 15.30 Uhr gibt es dann auch schon die Endergebnisse von der kompletten Prüfung. So, ich habe jetzt komplett alles vorbereitet. Kaffee ist bereit. Jetzt muss nur noch die Aileen kommen. Und ich höre ein Auto. Nein, das ist Schröder Klempnerei. Wollt ihr mal einen Blick auf meinen Babybauch werfen? Ich bin jetzt die 33. Schwangerschaftswoche schon. Und schaut mal, so sieht das gar nicht so dick aus. Wegen dem Pulli. Aber wenn man es hoch macht, ja, man kann schon sagen, er ist gewachsen. Solange Aileen noch nicht da ist, mache ich mir mal eben eine Scheibe Brot. Mit gesalzener Butter, mit Leinsamenbrot. Er steht übrigens gerade im Kühlschrank. Ich habe die Kamera im Kühlschrank stehen. Bisschen Gurke. Dann habe ich irgendwie Bock auf Käse. Tomate Basilikum von Lerdama. Au. Habe ich euch übrigens schon erzählt, dass ich Senkwehen habe. Ich dachte erst, ich hätte Übungswehen. Also Übungswehen kenne ich schon. Die habe ich seit der 25. Schwangerschaftswoche. Da wird halt so einmal in der Stunde unregelmäßig der Bauch hart. So für eine halbe Minute. Aber meistens schmerzfrei.
meistens, weil ich hatte zwischendurch schon schmerzhafte Wehen. Die haben sich auch auf meinen Gebärmutterhals ausgewirkt. Also der Gebärmutterhals ist bei mir verkürzt und ich habe eine Trichterbildung. Und die Trichterbildung ist halt, weil das Baby schon richtig schön tief im Becken sitzt. Man sieht auch, hier ist das Brustbein und der hat sich schon gesenkt. Das Gute ist, sie ist wirklich fest in Schädellage. Klar kann sich das Kind immer noch mal drehen, aber das wollen wir mal nicht hoffen. Toi, toi, toi. Aber jetzt diese Wehen, die ich zurzeit habe, alles noch unregelmäßig, keine echten Wehen. Aber diese Senkwehen, die drücken so nach unten auf die Blase und auf das Becken, dass es richtig dolle weh tut. Und wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, muss ich das dann auch veratmen. Also ist nicht so angenehm. So, meine liebe Aileen ist jetzt da. Gucken wir mal. Hallo. Hallo. Nicht erschrecken, ich bin am Film. Ja. Ich habe Aileen schon vorgewarnt. Da ist sie. Hallo. Fett bepackt mit leeren Sachen. Ja, ist nicht ohne, ne? Nee. Ganz einfach. Komm rein. Kaffee? Ja, gerne. Cappuccino wie gestern? Ja. Ich habe meine Lerneinheiten hier hingelegt. Ja. Ich hole dir noch einen Stuhl, dann kannst du deine auch auf den Stuhl legen, oder? Ist das nicht so ein Chaos wie gestern? Genau. So, Kaffee ist gemacht, Schnitzel ist auch geschmiert und jetzt geht's los. Wir gucken mal. Los? Wir gucken mal, warte, wir haben jetzt 9:30 Uhr, das heißt, psychisch Kranke fangen wir an. Oh nein. Das ist nicht so meins. Weiß auch nicht. Also ich würde gerne in der Psychiatrie arbeiten, aber die Krankheitslehre ist jetzt nicht so toll. Herzkranke Patienten. Ja, wir fangen einfach mal an. Fangen wir an mit Psychiatrie. Ja. So Leute, wir haben 1 Stunde rum. 1 Stunde für psychisch Kranke. Und ich darf das jetzt hier abhaken. Yay. Jetzt kommt Herzkranke und das haben Aileen und ich eigentlich drauf, aber wir schreiben es trotzdem raus. Ne? So, wir machen ein Päuschen. Wo fährt man hin, wenn man Hunger hat? Mäcki. Und es schnell gehen muss, genau. McDonald's. Wir sind nämlich gerade an so einem Punkt angekommen, wo wir uns nicht mehr konzentrieren können, weil wir Hunger haben. Also ich habe Hunger. Hast du überhaupt Hunger? Ich habe auch Hunger. Ich habe richtig Hunger. Ich auch. Wir müssen jetzt erstmal essen, dann schnell nach McDonald's, da was essen. Was laber ich? Schnell nach McDonald's, da was essen und dann wieder nach Hause und weiter lernen. So, wir sind wieder zu Hause. Wir lernen jetzt weiter. Aber kennt ihr schon den Paul? Ich hatte euch auf Instagram ja gefragt, wie er heißen soll. Und ich fand Paul sehr passend. Das ist so ein mega riesen Kuscheltier. Das habe ich von der lieben Hellcat Annie zugeschickt bekommen. Das ist auch eine YouTube-Mama. Schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Den Link findet ihr in der Infobox. Und ja, das ist der große Hugo. Das ist der Papa von Leonas anderen beiden Giraffen. Mega cool. Unser Maskottchen heute zum Lehren. So, wir haben es jetzt 18 Uhr. Aileen ist jetzt nach Hause gefahren und ich bin so, so Matsche in meinem Kopf. Wir haben heute 4 Krankheitslehren geschafft. Das ist echt gut. Alex ist jetzt gerade mit der Kleinen auch gekommen. Der hat sich super mit ihr beschäftigt, dass wir noch ein bisschen lernen konnten nach dem Kindergarten. Und jetzt sorge ich gerade dafür, dass meine Familie was zu essen bekommt. Es gibt heute was Einfaches. Ich mache Fischstäbchen mit Kartoffelbrei und den Blub. Wie heißt es? Spinat. Genau. Ganz einfach und simpel und geht schnell. Ich habe jetzt 8 Stunden gesessen und meine Wehen, Leute, boah, mein Bauch ist so oft hart geworden. Deswegen werde ich mich nach dem Abendessen auch direkt hinlegen, aufs Sofa, noch ein bisschen die Beine hochlegen. Und es ist einfach sehr, sehr anstrengend. So, ich muss jetzt aufpassen, dass mir das Essen nicht anbrennt, aber Leona möchte jetzt noch eine Runde Ballon spielen. Übrigens war meine Oma heute hier, also Leonas TikTok-Oma, und die hat sich das Zimmer angeguckt, das Babyzimmer. Und die war voll begeistert von den Stoffwindeln. Okay. So, Essen ist serviert. Leona kriegt natürlich diesen schönen Teller wieder. Und das lassen wir uns schmecken. So, Leona war jetzt gerade mit Papa duschen, wie ihr sehen könnt. Und sie braucht ein kleines Pflaster. Und es kommt gerade ihre Mickey-Maus-Sendung, die sie jeden Abend gucken darf. Ich habe mir die Beine hochgelegt und wir kuscheln jetzt noch ein bisschen. Und ich mache dir noch das Pflaster drauf. Zeig mal, wo denn? Hier. Da hast du auch mal, ne? Mama, die Krankenschwester, ne?
Danke. Danke. Gut. Ich bearbeite auch gerade noch ein Video für euch und ja, ich werde jetzt den Abend auch ausklingen lassen. Ich verabschiede mich heute für euch und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.